Yo, home willkommen zurück zu einer weiteren Folge Yugi News. Wir werden heute über das nächste Battles of Legends reden, und zwar Battles of Legends Armageddon. Der Name ist halt absolut Jacques Wiesel, meine Freunde. Ich finde den Namen richtig cool. Und zwar bekommen wir dort einmal Support für die Flower Guardians, was ich schon mal sehr interessant finde. Ist jetzt nicht das allzu heftigste Thema, aber daher sollte der Support definitiv berechtigt sein. Des Weiteren bekommen wir noch ein neues Wasserthema, und da werde ich jetzt mit euch zusammen das Ganze mal anschauen. Und beginnen tun wir jetzt mit den Flower Guardians. Und zwar Flower Guardian Cherry Blossom ist von Attributen Finsternis, Typenkrieger, Stufe 3, hat hier die ATK 100 zu 100 Death und zwei Effekte. Beim ersten Effekt, falls du einen Stufe 2 oder niedriger Flower Guardian Monster kontrollierst, du kannst diese Karte von deiner Hand spezial beschwören, aber für den Rest dieses Spielzuges kannst du keine Monster mehr normal oder spezial beschwören, außerhalb Flower Guardians. Und das ist definitiv schon mal sehr, sehr cooler Swarm-Effekt. Dann der zweite Effekt, einmal pro Spielzug, du kannst ein Flower Guardian Monster als Tribut anbieten, ziehe eine Karte und zeige sie vor. Falls es eine Flower Guardian Monster ist, du kannst ein Flower Guardian Monster von deinem Deck der Hand hinzufügen oder als Spezialbeschwörung beschwören. Andernfalls lege es auf den Friedhof. Und dies ist natürlich ein wirklich ziemlich guter Search-Effekt für das eigene Thema. Passt natürlich auch sehr gut zur Mechanik. Des Weiteren halt dieses Millen, also andernfalls lege es auf den Friedhof, ist auch nicht mal schlimm, weil die Zauber- und Fallenkarten des Themas können sich ab und zu auch vom Friedhof verbannen, also die eine oder andere zumindest, und dort dann auch nochmal, sage ich mal, quasi Vorteile generieren, was definitiv schon sehr interessant ist. Dann kommen wir zur nächsten Karte, und zwar einer normalen Zauberkarte für das Thema. Diese heißt Super All-In, und dieser Effekt eigentlich beschreibt das Ganze schon mal sehr, sehr gut. Und zwar lege ein Synchro-Monster, das du kontrollierst, ins Extra-Deck zurück, und wenn du dies tust, spezialbeschwöre 4 Flower Guardian Monster von deinem Friedhof, dann ziehe eine Karte und zeige sie vor, und falls es ein Flower Guardian Monster ist, spezialbeschwöre es, ungeachtet seiner Beschwörungsbedingungen. Andernfalls zerstöre so viele Monster wie möglich, die du kontrollierst, und dann halbiere deine Life Points. Und das Ganze ist natürlich ein sehr krass zweischneidiges Schwert. Also wir haben ja das Stufe 8 Synchro Monster, glaube ich, für die, die quasi die eigene Draw Phase skippen kann. Und das kann man zum Beispiel mit dieser Karte dann zurück ins Extra-Deck schicken, um dann nochmal quasi auf das Größere, ich weiß gerade nicht mehr deren Namen, genau, sie hieß Lichtfackel, ich habe mir das Ganze hier auch aufgeschrieben, aber auf jeden Fall, die Lichtfackel ist somit das beste Bossmonster, wie ich finde, für das Thema, komme ich auch gleich nochmal zu. Hier, Super All-In hat auch noch einen zweiten Effekt, und zwar einmal pro Spielzug während deiner Endphase, falls diese Karte in deinem Friedhof liegt, beziehungsweise während der Endphase, falls diese Karte in deinem Friedhof liegt, weil sie durch einen Effekt von einem Flower Guardian Monster dort hingelegt wurde. Du kannst eine Zauberfalle von deinem Friedhof der Hand hinzufügen, und das ist sehr, sehr cool. Im eigenen Thema quasi generisch die Zauber- und Fallenkarten, die man vielleicht noch so als Tech-Karten dabei hat, auch noch quasi recyceln zu können. Natürlich auch die eigenen des Themas. Finde ich sehr, sehr cool. Und wie gesagt, hier auch die Super All-In. Zauberkarte kann sich vom Friedhof quasi verbannen, was ich ja quasi bei dem ersten Monster eben angesprochen habe. Und wie gesagt, das Ganze hier ist sehr interessant, um auf größere Synchro-Monster zu kommen, aber auch quasi Zauber- und Fallenkarten zu recyceln. Hier auch, wie gesagt, das Lichtfackelmonster hat sehr gute Negates gegen Zauber- und Fallenkarten, plus halt noch Schutzeffekte, und das Teil hat einfach 5000 ATK, meine Freunde. Also es ist einfach quasi für die Flower Guardians der 5-Götter-Drache, und das ist schon ziemlich cool. Damit kann man eigentlich ziemlich einfach auf dieses Monster halt kommen. Schreibt mal eure Meinung dazu gerne in die Kommentare, wenn ihr euch mit dem Thema schon auseinandergesetzt habt. Oder vielleicht spielt ihr das ganze Thema schon. Irgendwie jetzt mit diesem Support habe ich Lust bekommen, mir so ein Deck zusammenzustellen. Ich würde sagen, wir kommen jetzt aber auch zu dem neuen Thema, was wir dazu bekommen werden. Was auch sehr, sehr interessant ist, und zwar ist es das Galaxy Beast Blizzard Wolf. Also ich glaube, die heißen Galaxy Beast oder Glacial Beast. Ich weiß nicht, wie man das Ganze hier ausspricht. Auf jeden Fall haben wir hier den Blizzard Wolf. Und er ist vom Attributen Wasser, Typen Aqua, Stufe 4, ATK 1400 zu 700 Death. Und die beiden Effekte, die sie hat, ist Once per Turn beim ersten. Wenn ein Monster einen Angriff deklariert, du kannst den Angriff annullieren. Und falls du dies tust, spezialbeschwöre ein Stufe 4 oder niedriger Wassermonster von deiner Hand, außer dem Blizzard Wolf. Das Ganze hier schon mal sehr, sehr interessant, wie ich finde. Dann der zweite am Beginn der gegnerischen Battle Phase. Falls du keine Monster kontrollierst und diese Karte in deinem Friedhof sich befindet, du kannst diese Karte in Angriffsposition von deinem Friedhof spezial beschwören, aber verbanne es, falls es das Spielfeld verlässt. Und ich denke mal, das hört sich ziemlich gut nach Swarm an. Mal schauen, was die zweite Karte so drauf hat. Und ja, die erinnert mich schon vom Artwork an eine bestimmte Karte, wo ich gleich nochmal drauf eingehen werde. Und zwar haben wir hier Galaxial Beast Polarpinguin.
Korrigiert mich, wenn ich das Ganze hier falsch ausspreche. Auf jeden Fall ist ein Attribut ein Wassermonster von Typen Aqua, Stufe 3, ATK 800 zu 1000 Death und auch zusätzlich noch ein Empfängermonster. Also wir bekommen auch gleich noch ein Synchromonster. Du kannst nur einen folgenden Effekt pro Spielzug aktivieren und in diesem Spielzug nur einmal. Beim ersten, falls die Karte spezial beschworen wird, du kannst ein Monster deines Gegners wählen und gib es auf die Hand zurück. Dann der zweite, falls diese Karte auf dem Spielfeld durch einen Kampf oder einen Karteneffekt zerstört wird, du kannst eine Karte, die dein Gegner kontrolliert, wählen und gib sie auf die Hand zurück. Erinnert ein bisschen am Pinguinsoldat, bloß in etwas schlechter oder in etwas besser. Naja, sie hat hier den Nachteil, dass sie wählt. Ich glaube, Pinguinsoldat hatte das Ganze nicht. War aber der Nachteil, dass es halt ein Flipmonster war. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr bis jetzt hier zu den Mainmonstern sagt. Jetzt kommen wir quasi zu dem Bossmonster und halt dem Synchromonster. Nämlich Galesheel Beast Iceberg Naval. Ist von Attributen Wasser, Typen Aqua, Stufe 7, ATK 2700 zu 1600 Death. Und wie gesagt, es ist ein Synchromonster. Daher brauchst du die Materialien, einen Empfänger plus ein oder mehr Nicht-Wasser-Monster, die halt Nicht-Empfänger sind und hat hier zwei Effekte, auch beide once per turn. Beim ersten, jedes Mal, wenn ein oder mehr Monster durch den Kampf mit einem gegnerischen Monster zerstört wird oder durch einen Karteneffekt, füge deinem Gegner 600 Schaden zu. Ist ganz cooler Burn-Effekt, aber meiner Meinung nach jetzt nicht sehr relevant. Beim zweiten Effekt, während der Battle-Phase, wenn dein Gegner eine Karte aktiviert, während du ein weiteres Monster kontrollierst. Schnelleffekt, du kannst den Effekt annullieren und wenn du dies tust, zerstöre die Karte. Das ist ein eigentlich sehr guter Negate-Effekt. Leider nur halt in der Battle-Phase. Und ja, ich weiß nicht, finde ich jetzt nicht so heftig das Thema. Sieht aber von den Artworks und von der Mechanik ist es alles ziemlich interessant. Ich bin mal gespannt, was sie noch dazu bekommen werden oder ob das jetzt so bleiben wird mit diesen drei Karten. Kann ich mir aber nicht vorstellen und schreibt sehr gerne eure Meinung zu diesem Thema, aber auch zu den Flower Guardians mal gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video heute gefallen hat, lasst sehr gerne einen aktiven Daumen nach oben da. Wenn ihr sagt, euch hat das Ganze nicht gefallen, könnt ihr natürlich auch gerne einen Dislike da lassen. Bitte aber auch nur dann, wenn ihr einen konstruktiven Kommentar dazu schreiben könnt. Ich wünsche jetzt wie immer einen schönen Tag, Abend, je nachdem wann ihr das Video seht. Wiederschauen und reingehauen.